Aloha und ganz herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Heute möchte ich dir gerne eine weitere Methode vorstellen, wie du mit deinen Engeln, Schutzengeln, Spirit Guides, mit der geistigen Welt überhaupt kommunizieren kannst. Und diese Methode ist das intuitive Schreiben. Vor kurzem habe ich dir in einem Video, das ich dir unten verlinke, ein paar Methoden vorgestellt, wie du dich einstimmen kannst. Da findest du auch eine schöne Meditation zur Einführung, damit du dann einfach bereit bist, um mit den Spirit Guides, mit den Engeln zu kommunizieren, in Kontakt zu treten und vor allen Dingen auch dich dafür zu öffnen, dass du die Zeichen und die Antworten auch wahrnimmst. Das ist das Wichtigste, denn die Engel und die geistige Welt senden uns permanent Zeichen, führen uns, schützen uns, begleiten uns. Aber oft ist es so, dass wir diese Zeichen und diese Begleitung und Führung gar nicht wahrnehmen. Vielleicht, weil wir so sehr gestresst sind, vielleicht, weil auch unsere Wahrnehmungskanäle noch nicht so offen sind, beziehungsweise eigentlich sind sie offen. Wir verschließen die nur meistens dadurch, dass wir uns Druck machen, dass wir wenig im Innen sind und dass wir uns ablenken lassen, dass wir uns nicht so sehr in uns selber zurückziehen können, weil im Grunde drücken sich die Engel oder die geistige Welt und die Spirit Guides auch über unsere Herzensweisheit aus. Das ist wie so das Sprachrohr oder das Sprachzentrum und auch die Verbindung zu unserem höheren Selbst und damit auch gleichzeitig zur geistigen Welt, zu den Engelsphären und der Zugang zu den Spirit Guides. Und es ist so wichtig, dass wir uns einfach entspannen, dass wir ein angenehmes Setting für uns herstellen, damit wir uns wohlfühlen können, damit wir uns entspannen können, dass wir uns mit Erde und Himmel verbinden, damit wir einfach offener sind, entspannter sind, die Zeichen und die Antworten wahrzunehmen. Und manchmal ist es gerade so, dass wir auch am Anfang, wenn wir ganz am Anfang stehen und gerade am Beginn sind, unsere spirituellen Fähigkeiten zu entfalten, meistens ist es ja so, dass wir uns daran zurückerinnern, weil die meisten von uns hatten diese Wahrnehmung auf die eine oder andere Weise schon in der Kindheit und jetzt erinnern wir uns wieder zurück. Es ist so ein bisschen, als würden wir all das, was wir gelernt haben im Laufe der Zeit, einfach wieder entlernen. Einfach loslassen, um dann wieder auf die Essenz zurückzukommen. Und eine ganz wunderbare Methode, um auch die Antworten der geistigen Welt der Engel direkt wahrzunehmen, ist das intuitive Schreiben. Und bevor ich dir jetzt das intuitive Schreiben vorstelle, möchte ich noch mal kurz auf ein paar Fragen eingehen, die den Umgang oder die Kommunikation, den Kontakt mit den Engeln betreffen, die mich in letzter Zeit erreicht haben. Eine Frage ist, welche Sprache sprechen die Engel? Eigentlich sprechen die Engel die Sprache des Herzens. Es ist so, dass die Engel mir auch schon öfter gesagt haben, Sprache ist sowas wie eine Babysprache, die wir nutzen, aber eigentlich können wir viel besser, viel klarer und natürlich auch liebevoller über die Herzkommunikation sprechen, sodass wir uns über die Herzen verbinden. Ich persönlich finde zum Beispiel auch, dass die englische Sprache für mich ein bisschen mehr Flow hat. Das ist aber subjektiv. Also die Antwort darauf wäre, dass die Engel an keine Sprache gebunden sind, sondern die Engel kommunizieren in der Sprache mit dir, die du verstehst. Und ja, die Herzenssprache ist das, was sich gerade auch sehr am entwickeln ist, sodass wir wirklich auf eine ganz andere Art und Weise ohne Worte, ohne Sprache miteinander in Kontakt treten und uns austauschen können. Eine weitere Frage ist, wieso nehme ich die Engel nicht wahr? Das kann mehrere Gründe haben. Es gibt erstens mal verschiedene Wahrnehmungskanäle. Es gibt Menschen, die hell sehen können, die hören, die wissen, die über das
Körpergefühl wahrnehmen. Das kann sein, dass dein Kanal dir gar nicht bewusst ist, dein Wahrnehmungskanal. Sei einfach offen dafür, dass die Engel mit dir auf dem Kanal kommunizieren, der für dich eigentlich am leichtesten verständlich ist. Also wenn du jemand bist, der sehr, sehr intensiv fühlt, der empathisch ist, der auch hochsensibel ist, dann ist es wahrscheinlich, dass dein Wahrnehmungskanal eher das Hellfühlen ist als zum Beispiel das Hellsehen. Dann hör auf, nach irgendwelchen sichtbaren Zeichen zu gucken im Außen, sondern fühle. Ein weiterer Punkt ist, dass du dir es wirklich erlauben darfst, wahrzunehmen, die Engel wahrzunehmen, die sind immer da. Es ist nicht so, dass die Engel dich verlassen haben aus irgendeinem Grund, weil du was Falsches gemacht hast, sondern die Engel sind immer da. Es gibt in der geistigen Welt auch diese Schuld nicht. Das ist ein irdisches Konzept, das wir auch loslassen dürfen langsam, aber es ist tatsächlich so, das gibt es in der geistigen Ebene nicht. Und deswegen kannst du auch nichts tun, warum die Engel abgeschreckt sein sollten. Die sind immer da, die führen dich immer. Du darfst es erlauben, dass du die Zeichen wahrnimmst. Du darfst dich dafür öffnen. Du darfst dich für den Empfang öffnen. Empfangsbereit sein. Das geht am besten, indem du dich aus dem Kopf auf die Herzebene begibst, dein Herz öffnest. Ja, und dann auch vor allen Dingen den Druck wegnimmst, dass du was wahrnehmen musst, dass du Erwartungen hast, wie du es wahrnimmst, wie die Antworten kommen sollen. Überlass das einfach der geistigen Welt. Eine andere Frage, die mich erreicht hat, ist, kann es sein, dass für mich keine Engel da sind? Aus meiner Sicht nein. Natürlich gibt es auf dieser Erde so viele Wahrheiten, wie es Menschen gibt, aber aus meiner Sicht ist es schlichtweg nicht möglich, dass keine Engel für dich da sind. Es ist vielleicht so, dass nicht unbedingt du Schutzengel wahrnimmst. Ich finde auch dieses Konzept, dass jeder Mensch zwei Schutzengel hat, nicht für jeden passend. Ich habe die für mich zum Beispiel nicht wahrgenommen. Bei mir sind es Erzengel, die mich begleiten, aber das ist subjektiv. Es kann auch sein, dass du Spirit Animals hast, dass du andere aufgestiegene Meister als Spirit Guide hast. Das ist alles ganz individuell, also lass dich da nicht verunsichern von irgendwelchen Konzepten, die da draußen rumschwirren. Definitiv ist es so, dass die Engel jederzeit für uns da sind. Wir dürfen die aktiv um Unterstützung, um Antworten bitten, doch die sind immer da und führen uns, gerade auch in Situationen, wo wir nicht weiter wissen oder auch in Notsituationen sind die sowieso für uns da. Dennoch ist es auch gut, wenn wir aktiv die Engel um Unterstützung und Hilfe bitten. Das ist dann auch wie so ein Zeichen von uns an die Engel, ich bin da, ich bin offen, ich bin empfangsbereit. Und die letzte Frage, die mich ganz oft erreicht, ist, warum senden mir die Engel keine Zeichen? Ich habe schon ganz oft diese und diese Frage gestellt und die Engel senden mir keine Zeichen. Das stimmt so nicht. Die Engel haben mir auch schon wiederholt gesagt, dass sie uns fast schon mit Zeichen überhäufen. Und gerade am Anfang, wenn wir noch nicht ganz so offen sind, nehmen wir dann ungefähr von 100 Zeichen eins wahr oder so. Aber es ist niemals der Fall, dass die Engel keine Zeichen senden. Wenn, dann nehmen wir sie nicht wahr oder haben vielleicht eine Erwartung, in welche Richtung ein Zeichen kommen müsste. Es kann ein Zeichen sich auf ganz vielfältige Art und Weise zeigen. Auch dazu habe ich schon mal ein Video gemacht, das ich dir unter diesem Video verlinke. Es gibt einfach so viele Zeichen und auch eine Feder auf dem Weg ist ein Zeichen. Und wenn du eine ganz individuelle oder spezielle Antwort für ein Thema haben möchtest und du keine Antwort findest, dann kann es einfach auch sein, dass diese Frage, die dich total beschäftigt, die dich total einnimmt, aus Sicht der geistigen Welt nicht relevant ist. Vielleicht nicht zu dieser Zeit oder überhaupt für deinen Entwicklungsweg, für deinen Herzensweg überhaupt gar keine Rolle spielt. Dann überprüf einfach mal, ob diese Frage, die du hast, ob das Thema, das dich beschäftigt, eher aus dem Verstand kommt
oder ob das eine Frage ist, die aus deinem Herzen kommt. Und die Engel lieben es natürlich, uns auf unserem Herzensweg, auf unserem Weg zu unterstützen, andere Menschen zu inspirieren. Und es ist jetzt einfach die Zeit, wo wir immer mehr auf unser Herz hören dürfen, wo wir vom Verstand ins Herz gehen dürfen, um Antworten zu finden. Wir finden die Antworten nicht im Wissen, wir finden die Antworten nicht in der Wissenschaft. Alles transformiert sich gerade, alles wird ganz neu geboren, entsteht ganz neu und das Herz ist wirklich die Instanz in Verbindung mit unserer Seele, die alles weiß in einer viel, viel, ich würde jetzt fast schon sagen, schlaueren Art und Weise, wobei auch das wieder das falsche Wort ist, aber in einer viel liebevolleren Weise, als der Verstand es jemals könnte. Vertraue wirklich auf die Führung der Engel, vertraue darauf, dass die Engel da sind, vertraue darauf, dass die Engel mit dir Kontakt aufnehmen möchten. Und ja, als ich den ersten Kontakt, bewussten Kontakt mit den Engeln hatte, habe ich dann auch so die Botschaft vernommen, endlich, endlich bist du bereit, uns wahrzunehmen. Wir warten schon länger darauf. Endlich bist du bereit. Wir sind bereit, wenn du es bist. Was verstehe ich unter intuitivem Schreiben? Das ist ein Schreiben, das ja von innen herauskommt. Es ist ein Schreiben, wo wir uns in Fluss bringen. Ich sag dir auch gleich, wie das funktionieren kann, um wirklich diese innere Führung oder die Führung von oben, wobei das ja auch immer eine innere Führung ist, wie ich vorhin schon gesagt habe, dass die einfach wirklich sichtbar aufs Blatt kommen kann. Und das ist das, was uns gerade auch am Anfang dabei hilft, wirklich uns sicher zu sein, dass diese Antworten nicht aus dem Kopf kommen, nicht aus dem Verstand, sondern eben aus dem Herzen von einer höheren Ebene. Und das funktioniert ganz einfach. Am besten ist es natürlich, wenn du das sozusagen als Art Ritual etablierst, sodass du dich auch daran gewöhnen kannst und dich auch immer mehr öffnen kannst. Aber eigentlich besorgst du dir nur ein Journal, ein Notizbuch und beginnst zu schreiben. Wie gesagt, kann es dir helfen, wenn du das als Ritual etablierst, also dass du vielleicht morgens oder abends zur gleichen Zeit dir wirklich den Rückzug und die Zeit gönnst für dich. Und ja, dann beginnst du damit, dass du dich einstimmst, vielleicht auch mal auf den Atem lauschst, ein paar Mal ein- und tief ausatmest, die Augen schließt, sodass so eine Art Reset erstmal stattfindet. Und dann kannst du dir zum Beispiel oder den Engeln eine Frage stellen. Vielleicht sowas wie, lieber Erzengel Raphael, also mein Lieblingsengel, wenn ich das so sagen kann, ist Erzengel Raphael. Das war auch der erste Engel, der sich mir gezeigt hat. Zum Beispiel, lieber Erzengel Raphael, ich danke dir, dass du mir meinen nächsten Schritt zeigst. Was ist jetzt mein nächster Schritt? Und dann kannst du diese Frage, wenn du die so für dich formuliert hast, und es geht eigentlich mit ganz vielen Fragen, Entscheidungen, alles, was dich so beschäftigt, dann schreibst du diese Frage aufs Papier. Und wenn du die Frage aufgeschrieben hast, schreibst du einfach weiter. Es geht darum, nicht sofort die Antwort zu bekommen. Manchmal ist es so, dass wir sofort eine Art von Bild haben oder ein Wissen haben oder auch ein Gefühl haben. Aber gerade am Anfang ist es so, dass da noch ganz viel in uns ist. Sonst hätten wir die Antwort ja vielleicht schon auf andere Art und Weise wahrgenommen, sodass jetzt das erstmal so ein bisschen rauskommen darf aufs Papier. Und dann beginnst du einfach zu schreiben. Und wenn du nicht weißt, was du schreiben sollst, dann schreibst du, ich weiß nicht, was ich schreiben soll. Das langweilt mich total. Ich habe eigentlich gar keine Lust darauf. Du kannst auch schreiben, bla bla bla, mir fällt nichts ein. Oder einfach schreiben. Es geht darum, so eine Art von
Energiefluss zu erzeugen. So ein bisschen wie wenn die Tinte aus dem Füller aufs Papier fließt, so fließen dann auch die Energien durch. Dann schreibst du, dann schreibst du. Vielleicht schreibst du auch, was dir gerade so durch den Kopf geht, was deine Gedanken sind, was dich beschäftigt. Und wichtig ist, dass du in diesem Schreibfluss bleibst. Und dann wirst du irgendwann feststellen, vielleicht nicht beim ersten Mal, wenn du das praktizierst, aber deswegen ist es auch hilfreich, das vielleicht als Ritual zu etablieren. Nach einer Zeit merkst du, dass der Ton anders wird. Also das, was dann auf das Papier fließt. Es kann auch sein, dass sich deine Schrift sogar ein bisschen verändert. Es kann sein, dass du schneller oder langsamer schreibst, dass du gewisse Gefühle und Wahrnehmungen dabei hast. Schreib einfach weiter. Oft ist es dann auch so, dass es nach einer gewissen Zeit, nach zwei, drei Seiten vielleicht, die du geschrieben hast, gut ist. Dann merkst du, okay, für heute reicht es. Leg den Stift beiseite und dann liest dir einfach nochmal in Ruhe durch, was du geschrieben hast. Oft ist es so, dass du gerade dann in den im hinteren Drittel, in der hinteren Hälfte des Geschriebenen Antworten findest oder Hinweise, wie du zu den Antworten kommst oder auch Zeichen oder Impulse, Intuitionen. Probier das ruhig aus. Ich hoffe, dass dich diese Methode des intuitiven Schreibens, manchmal heißt es auch Automatic Writing auf Englisch, oder es gibt auch andere Begriffe dafür, dennoch ist es einfach so ein ganz einfaches, auch relativ schnelles Mittel, Tool, um an deine Herzensweisheit zu kommen, um auch in Verbindung zu treten mit den Engeln, den Schutzengeln, den Spirit Guides und deinem höheren Selbst. Ich freue mich sehr, wenn du das ausprobierst und ich freue mich auch sehr über dein Feedback, über deinen Kommentar, ob du Antworten erhalten hast, wie die Antworten zu dir kamen. Und wenn du möchtest, schau dir nochmal das erste Video dazu an. Da gibt es auch eine Meditation, die ich angeleitet habe, um dich einzustimmen. Die kannst du gerne auch machen, jederzeit. Ich freue mich natürlich auch sehr, wenn du dieses Video weiterempfiehlst, wenn du ihm einen Daumen nach oben gibst, wenn es dich inspiriert und auch meinen Kanal abonnierst. Lebe liebevoll, wild und kreativ. Namaste.